Ich kann ihn damit. Warte mal, ich hau ihn echt mit einem Fächer. Als ob ich ihn gerade mit einem Fächer kill. Los! So. Willkommen zu meinem ersten richtigen Video zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ihr seht schon, das ist kein richtiges Let's Play, das ist eher so ein Zusammenschnitt aus dem, was ich an diesem Tag halt so alles erreicht habe in dem Spiel. Wenn ihr Bock darauf habt, dass ich das mal öfter mache, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und unterstützt mich mit einem netten Kommentar, meine lieben Freunde, denn dann gibt es das auf jeden Fall mal öfter. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, dann spielt auf jeden Fall erstmal ein bisschen weiter. Nur als kleine Info, am Ende des Videos sind wir nämlich mit dem ersten großen Areal fertig in dem Game. Okay, was heißt groß, ist das Anfangsareal und damit sind wir halt fertig. Also wenn ihr selber noch nicht so weit gespielt habt, dann solltet ihr erstmal selber weiterspielen. Und wenn ja, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne dranbleiben. Ich werde euch halt immer vorher informieren, wie weit ich gekommen bin, damit ihr halt nicht zu hart gespoilert werdet. Und wie gesagt, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und jetzt let's go mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ist das viel weiter weg gewesen? Von oben sah das nicht so weit weg aus. Lol, da ist gerade ein... What the fuck ist das für ein Stein? Warum kommt da ein Auge raus oder sowas? Ist das ein Boss? Okay, mein Bogen. Mein Bogen ist zerstört. What the fuck? Und ich brenne, ich bin tot. Was? What it? Ja, tschüss, was ist das denn für ein Teil? Untersuchen kann ich hier, was kann ich hier untersuchen? Antike Achse, krass. Hm. Okay, ich bin jetzt an den, also wenn ich an dieser Ruine da vorbei, ah nee, da in der Ruine ist es, ne? Ja, ich sehe es doch. Weg da. Zerstörungskraft. Ja, Barschiffschrein. Okay, was haben wir denn hier? Ich finde es ein bisschen crazy, dass sie da diesen Sound eingefügt haben vom Kistenöffnen. Ich weiß nicht, also... Naja. Bombenmodul. Oh, ich kann zünden? Das ist ja mal mega geil. Also ich muss sagen, das finde ich echt mega nice. Okay, wir setzen jetzt hier eine Bombe rein. Dann rollt die da durch, oder? Rollt die hier durch? Ja, oh, wir können die sogar anschießen. Ja, richtig fußballmäßig hier. Wenn wir die jetzt da losschicken und die da rüberhaut. Ah, okay. Ich muss da noch ein bisschen genauer gucken, wann die wegfliegt. Ja, das ist, ey, das ist auf jeden Fall ziemlich nice gemacht. Coole Idee. Du hast meine Prüfung gemeistert. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Bumbar! Springen, springen, springen und weg hier. Weg hier, so. Boah, ey. Die sind echt sehr gefährlich, diese Statuen. Also Leute, passt auf, wenn ihr solchen Statuen begegnet. Vor allem am Anfang. Ich weiß nicht, wie es am Ende aussieht, aber jetzt gerade sind die sehr nervig. Wir sind jetzt schon einmal dran gestorben. Ich finde es interessant, hier sind jetzt noch wenige Bäume hier oben und hier wird es immer kälter und kälter. Hier ist die Zitadelle der Zeit, die übrigens ziemlich nice aussieht, meiner Meinung nach. Und da oben ist der Turm, wo wir hin müssen. Beziehungsweise das, der Schrein. Und da oben soll es wohl frieren. Oh ja, ich merke schon. Hier ist es unerträglich kalt. Wenn du hier verweilst, wirst du langsam aber sicher erfrieren. Ach, wir schaffen das schon. Wir sind ja nicht umsonst Usain Link. Wir kriegen das denn, wir sind schnell genug. Ja, wir haben das verkackt. Nice. Oh. Brennen sollten wir auch nicht. Scheiße. Warmoder schreien und jetzt schnell untersuchen und schnell da rein, ey, sonst sterben wir gleich wieder. Lässt für ein Objekt die Zeitschild stehen. Oh, nice! Ey, das erinnert mich so ein bisschen an Skyward Sword, wo man mit einem Objekt immer die Zeit ändern konnte von Zukunft und Gegenwart. Das war ziemlich nice. Ah, doch, jetzt. Jetzt. Ich war, glaube ich, gerade eben noch geblockt. Ah, jetzt merke ich es, ja, ich Idiot, ich hatte eben... Oh, geil, ein Eisenhammer. Ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen, taugt dieser schwere Hammer auch als Waffe. Muss ich vielleicht die Zeit verändern? Und dann draufhauen. Hm. Ah, das ist cool. Weil wir ja... in der Vergangenheit so gesehen, beziehungsweise in, ja, für den Stein in der Vergangenheit halt draufgehauen haben, ist er in der Zukunft natürlich 20.000 Meter geflogen und da ist eine Truhe. Ja, wir sind jetzt außerdem hier rausgeportet worden, also konnte ich mir jetzt die Truhe nicht mehr holen. Ja, draufgeschissen, Leute.
Also hoch da. Los, Link. Hoch da. Und oh nein, oh nein. Frieren ist nicht gut, Link. Frieren ist nicht gut. Das wird mich mal interessieren. Was ist eigentlich... Was ist... Und wir haben Feuerpfeile. Oh mein Gott, wie geil ist das? Oh! Oh, damn! Das war einfach ein Explosionsfach. Oh, 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 oh. Was ist, wenn wir die hier nehmen und auf ihn draufhauen? Er brennt natürlich. Das ist natürlich Standard. Und wir bringen den auch noch zu brennen hier. Und der schießt uns mit einem Bogen ab. Oh nein, als ob! Oh mein Gott, verpisst euch, ihr Fledermäuse, verpisst euch! Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ich muss hier überleben. Komm. Oh nein. Oh nein. Sag mir bitte nicht, das ist ein. Es ist ein Frostgebiet. Oh nein. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht lebend durch. Oh mein Gott, Leute, wir haben hier was zu essen gefunden. Oh mein Gott, wir können hier regenerieren, wir können regenerieren, wir können regenerieren. Nein, nein, nein. Fuck, wir müssen schnell den Hammer holen, wir müssen schnell den Hammer holen. Und drauf da. Drauf da. Und weg da. Puh, wir müssen das Essen gönnen. Oh mein Gott, das gibt so viel. Ey, das ist perfekt. Soweit ich das jetzt verstanden habe, können wir damit jetzt über Wasser laufen an sich. Probieren wir es einfach mal aus. Ah, okay, so funktioniert das. Ich dachte jetzt, dass wir über Wasser laufen können und dann kommt da Eis raus. Aber wir müssen eher das Eis platzieren. Okay. Hier drauf. Oh, oh, warte mal. Nee, das ist sogar... Lol, das ist sogar... Lol. Okay, das funktioniert sogar doch. Hm. Sind wir jetzt schon beim Ende? Zeichen der Bewährung. Jetzt haben wir also 4 Zeichen der Bewährung. Nice. Oh yeah. Und da ist der Boy wieder, der gerade runtergeflattert kommt. Okay, er wird da auf uns warten, wo sich die Linien kreuzen. Hm. Alles klar. Ich möchte aber gerne meinen Gleiter haben, wenn ich ehrlich bin. Was ist hier los? Wir können hier also beten. Alles klar, dann machen wir das mal, würde ich sagen. Na, nice, der alte Mann ist ja auch wieder so am Rumgammeln. Cool. Ist der hier oben? Ja, er ist hier oben drin. Lol. Oh, damn. Das ist König Roham, der letzte König von Hyrule. Alter. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Oh nice, wir kriegen den Parasegel. Das ist auf jeden Fall eine ganz nice Sache, denn den brauchen wir, um von dieser Insel runterzukommen. Und jetzt öffnen. Soldatenbogen, oh mein Gott, der macht 14 Damage, wie geil ist das denn? Oh damn, nun segeln wir. Über Hyrule. Und die, naja, Ausdaueranzeige geht mit runter. Was natürlich nicht so nice ist. Ah, landen. Oh, denn wir können das ein bisschen kombinieren hier. Und, ah, da gibt's Essen, da gibt's Essen. Da möchte ich gerne bleiben. Und das war eine... Habt ihr diese Combo gesehen, Leute? Habt ihr diese nice Combo gesehen? Alter. Eine Mischung aus Flug und, runterfliegen. Und, ja... Oh, da hinten sind weitere Gegner. Da müssen wir aufpassen, Leute. Ja, die werden uns, glaube ich, ein bisschen ärgerlich machen, wenn wir da hingehen. Ja, mal gucken, was wir da am besten machen. Okay, den will ich haben. Komm her. Nein, der ist direkt gestorben, als ob. Alter, als ob ich mich gerade an einen schlafenden Goblin ranschleiche. Oh, ich kann ihn damit... Warte mal, ich hau ihn echt mit einem Fächer. Als ob ich ihn gerade mit einem Fächer kill. Los! Ja, Mann! So. Irgendwann so eine Challenge Ganon mit einem Fächer besiegen. Das wäre lustig. Leute, das Spiel leckt einfach gerade. Mein Fächer ist einfach zu krass. Ich kann einfach. Alter, ich kann ihn eigentlich so kombonen mit dem Fächer. Das ist echt. Oh, meine Waffentasche ist voll scheiße. Hey, das ist richtig geil. Ah, okay, wenn ich mit Waffen werfe, mache ich doppelten Schaden. Ah, merke ich mir. Muss ich den Fächer das nächste Mal werfen. Der macht bestimmt immens Schaden. Oh. Oh. Ja, ich brenne. Falls ihr Bock auf Merchandise von mir habt, dann schaut auf jeden Fall gerne bei meinen beiden Merchandise-Seiten vorbei. Einmal bei Free Supply oder bei elfstar.de. Beide auch unten in der Beschreibung verlinkt. Dort gibt es einmal ein Motiv mit Greninja und einmal ein Motiv ohne Greninja auf den jeweiligen Seiten. Also falls ihr Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei. Und noch einen schönen Tag, euer Zerlo.